Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal was ganz anderes. Wie ihr bei Instagram vielleicht schon gesehen habt, bin ich im absoluten Animal Crossing Fieber seit dem neuen Update nochmal verstärkt. Und pünktlich zum Update gab es auch neue Amiibo-Karten. Wer die Amiibo-Karten nicht kennt, da sind Charaktere und Bewohner aus dem Spiel drauf und die lassen sich dann auf deine Insel quasi einladen über diese Karten. Ich habe mir von den neuen Serie 5 Paketen 3 Stück ergattern können. Da wurde ja wirklich abgegrast ohne Ende. Ich habe weder bei Mediamarkt noch sonst wo Saturn und Co. welche bekommen. Bei Amazon durfte ich ein Paket bestellen und habe dann von meinem Bruder und von meiner Freundin noch ein Paket bestellen lassen und habe mir aber dafür noch von der Serie 3 4 Pakete geholt. Ich habe die schon mal ausgepackt, ich habe noch nicht reingeguckt, also es wird jetzt ein Blindaufdecken der Packs und ich würde sagen, wir starten direkt mit der Serie 3. Da haben wir einmal Hamlet, Hamid. Das ist einer von der Hamster-Reihe, habe ich auch noch nicht gehabt, die Karte. Also hier oben sieht man immer, was für eine Tierart es ist. Hier die Kartennummer und hier mit denen kann man so ein bisschen spielen. Das hier ist immer eine Würfelanzahl, also quasi die Augen auf dem Würfel und das hier ist immer Schere, Stein, Papier. Ja, Hamlet würde ich persönlich jetzt nicht auf meine Insel als Hauptbewohner einladen. Einfach weil ich die Hamster irgendwie jetzt nicht so cool finde. Ja, dann war in dem Paket auch noch ein zweiter. Nein, es ist ein Eichhörnchen. Ich dachte, das wäre noch ein Hamster. Das ist ein Eichhörnchen. Ricky, Ronnie. Schaut auch sehr böse. Also wäre jetzt auch kein Charakter, den ich mit auf meine Insel nehmen würde. Ich gehe mal davon aus, dass es ein Sportler ist. Er sieht aus, als wäre er ein sportlicher Kollege. Wäre jetzt auch nicht unbedingt meins. Und als Sonderkarte, also ist immer eine Sonderkarte mit drin. Gernot. Gerade top aktuell, weil vor 2-3 Tagen, am 25. das Schlemmerfest war. Ich hoffe, ihr habt fleißig mitgemacht. Ja, das wäre Paket Nummer 1. Dann Thorsten, den hatte ich letztens sogar auf meiner Insel. Der kam spontan vorbei, weil ein Haus frei wurde, weil der, wer ist denn ausgezogen? Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Die Katze mit den zwei Augenfarben. Ja, dann kam Thorsten mal kurz auf dem Campingplatz vorbei, aber ich habe ihn nicht eingeladen, bei mir zu wohnen, weil ich ihn jetzt auch nicht so unfassbar schön fand, dass ich ihn oder cool fand oder toll fand, dass ich ihn haben wollte. Ja, dann Benjamin. Die Rehe finde ich persönlich ja super, super süß. Wäre jetzt aber nicht mein liebstes Reh. Ich glaube, wenn ich ein Reh auf meiner Insel haben wollen würde, wäre es vermutlich Walter. Der ist nämlich echt niedlich, auch wenn er ein Sportler ist. Ich glaube, er ist ein Sportler. Ja. Benjamin. Was ist die Sonderkarte? Nepp. Nepp, nepp, nepp. Ich glaube, den habe ich sogar schon. Wenn ich doppelte Karten habe, würde ich die auch in meiner Insta-Story verlosen. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dort mal vorbeizuschauen. So. Lilly ist im nächsten Päckchen drin. Ein Tiger. Ich weiß nicht, ob sie verliebt gucken soll, will oder müde. Können wir gerne mal verraten, was ihr denkt. Gaston. Sei hier Gast, sei hier Gast. Warum muss ich jetzt an das Lied denken? Ihr wisst es. Ja, irgendwie sieht der witzig aus. Einen Hasen hatte ich, glaube ich, auch noch nie als Bewohner. Ist jetzt auch nicht meine liebste Bewohner-Tierart. Aber der sieht schon sehr witzig aus. Vor allem dachte ich im ersten Moment, er hätte ein Batman-Logo als Schnurrbart. Oh, Bonnie. Ich liebe Bonnie. Wahrscheinlich, weil sie so Aloha-mäßig ist, ich total auf Schildkröten stehe. Schildkröten müsste es echt mal als Bewohner geben. Das wäre echt nice. So, letztes Päckchen der Dreier-Serie. Arthur. Ich glaube, einen Adler hatte ich auch noch nie als Bewohner. Glaube ich. Nagelt mich nicht fest drauf. Und Leonardo. Leonardo finde ich mega nervig.
Aber die Löwen finde ich jetzt auch allgemein nicht so prall. Und der Eugen, den habe ich glaube ich schon zweimal. Also wenn ihr in meiner Story aufpasst, kann es sein, dass ein Eugen und ein Nepp zumindest jetzt schon mal verlost werden. Ich glaube Arthur habe ich auch schon. Ja, egal. Das war auf jeden Fall unsere Reihe 3. Ich lege sie nochmal hier hinten hin. Dann seht ihr das besser. So, noch ein Stückchen. Muss mal gucken, was auf dem Display zu sehen ist. So, aber ich würde sagen, wir machen weiter mit dem wichtigen Part der Reihe Serie 5. Ganz neu, da können auch neue Charaktere dazwischen sein, die es vorher noch nicht gab. Trommelwirbel. Zoe. Zoe ist ein Ameisenbär. Und auf den neuen Karten ist dieses Schere, Stein, Papier gar nicht mehr drauf. Und die Würfelanzahl nicht mehr. Was macht ihr denn? Das war doch witzig. Ja, Zoe ist niedlich. Vielleicht lade ich die mal auf meinen Campingplatz ein und schnupper oder lass uns mal beschnuppern, ob sie zu meinem Team passen würde. Ich habe nämlich aktuell noch einen Platz auf meiner Insel frei, weil, wie gesagt, Gunnar, heißt die Katze mit den zwei Augenfarben Gunnar, ausgezogen ist. Ja. Und Pipette, Petri. Irgendwie macht die Maus mir Angst. Wem geht es noch so? Und an irgendwas erinnert mich diese Maus. Die ist mit Rot und Blau. Weil ich kann euch nicht sagen, was es gerade ist, aber diese Maus möchte ich nicht auf meinem Campingplatz. Oder auf meiner Insel. Jetzt die Sonderkarte. Harvey! Unser Hippie Harvey. Durch das neue Update sind ja die Besuche bei ihm doch vermehrt geworden. Oder häufiger geworden. Marlo, das ist der Hamster, den ich eigentlich noch ganz cool finde. Obwohl ich Hamster eigentlich in dem Spiel nicht so cool finde. Da gibt es noch einen Hamster, der sieht aus, als wäre er auf Drogen. Ja, keine Macht den Drogenmädels, Kinder. Leute, ihr wisst, was ich meine. Marlo, ich glaube, für den habe ich bei der Ferienagentur ein Haus gemacht. Ich glaube, er wollte ein Haus, das aussieht wie ein Filmset. Das war mein zweites Haus, das ich gemacht habe. Tian Sheng, das ist ein neuer Charakter. Yay! Ich habe einen neuen. Woohoo! Ja, es sieht aus, als wäre es ein sehr, sehr sportlicher kleiner Affe. Mal gucken, vielleicht lade ich den auch als nächstes mal ein. Und die Melinda. Ich glaube, die habe ich schon 85 Variationen. Oh, meine Lichterkette fällt gerade von meiner Wand ab. Ah, schön. Shino, Yoshino. Oh, ich weiß, wen ich auf meine Insel einlade. Das ist auch ein neuer Charakter. Und ich liebe sie jetzt schon. Ja. Auch ein Reh, wie ihr seht, hier oben in der Ecke. Ein Reh. Meine Rehsammlung wird erweitert. Walter hat gerade von Yoshino einen liebgemeinten Arschtritt bekommen. Yoshino-Witz. Ah, und wenn ich von Hamster rede, der seltsame Mittel konsumiert hat, dann meinte ich natürlich Misuzu. Ja, wird definitiv auch nicht auf meiner Insel landen, aber ja, die Karte hatte ich noch nicht. Und Buhu, das ist einer meiner liebsten Charaktere aus Animal Crossing tatsächlich. Ich muss mal noch mal öfter abends spielen, damit ich die Gelegenheit habe, ihn zu treffen. Er hat nämlich echt immer coole Sachen am Start, wenn du alle 5 Seelenfragmente zusammensetzt. Ja. Das war meine Ausbeute aus den 7 Päckchen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es ist mal was anderes. Es wird jetzt nicht ständig Animal Crossing Content kommen. Aber ich dachte, anlässlich des Updates und der neuen Serie mache ich mal sowas mit euch. Ich meine, es gehört ja auch zu meinem Leben dazu, weil ich eigentlich daily aktuell Animal Crossing spiele. Also wer Bock hat, ich verlinke euch unten den Discord-Server, kommt gerne vorbei und ja, sei hier Gast, um nochmal auf das Lied zurückzukommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Video. Tschüss!